Hello again zum Weekend-Flashback. Am Freitag, da war ich bei meinem alten Tennisverein und leider verloren die Herren des TC Blau-Weiß ganz unglücklich gegen den Wilhelmshavener THC mit 4:5. Aber am Sonntag, da konnten sie gegen Iserlohn gewinnen und haben somit noch Chancen auf den Klassenerhalt. Am Sonntag hatte der LTTC Rot-Weiß den ungeschlagenen Tabellenführer aus Neuss zu Gast. Für die Berliner lief es leider nicht so gut, 0:9 der Endstand. Richtig spannend wurde es am Sonntag. Die Spandau Bulldogs blieben auch gegen die Cottbus Crayfish weiterhin ungeschlagen bei einem Endstand von 28:20. Jetzt haben die Bulldogs 2 Wochen Zeit, bis es zum Aufstiegsderby gegen die Berlin Adler kommt. Nächstes Wochenende haben wir wieder einen bunten Strauß an Highlights im Programm. Am Freitag spielt der LTTC Rot-Weiß gegen Bielefeld. Das wird wichtig für die Berliner, denn sie haben bis jetzt nur 3 Siege. Für einen sicheren Klassenerhalt bräuchten sie 4. Wenn sie also gewinnen, dann können sie ganz entspannt zum Saisonabschluss nach Bremen fahren. Auch die blau-weißen Berliner brauchen am Freitag einen Sieg in Hamburg und am Sonntag in Berlin auch gegen Essen. Da findet das Entscheidungsspiel im Abstiegskampf statt. Bei den Nord Meets Masters der LG Nord am Samstag stehen Frauen und Männer von 35 bis 80 plus gemeinsam im Wettkampf. Teams von 5 bis 8 Mastern müssen 6 Einzeldisziplinen und eine Staffel besetzen. Am Samstag findet das Sommerfest des Berliner TSC statt und Hauptstadtsport TV ist natürlich mittendrin. Und dann am Sonntag veranstaltet der Berliner TSC den Talente Cup im Handball. Das ist ein leistungsorientiertes Handballturnier für die weibliche C-Jugend. Beim 26. internationalen Müggelsee-Schwimmen quer durch den Müggelsee am Sonntag hoffen wir natürlich auf strahlenden Sonnenschein. Das Ziel befindet sich im 3,5 Kilometer entfernten Strandbad Rahnsdorf, wo man sich dann belohnen kann. Und außerdem am Sonntag das Familiensportfest mit 4 verschiedenen Sportarten vom BSV ADW. Seid gespannt! Volles Programm für Groß und Klein und Hauptstadtsport TV ist für euch am Start. Wir sehen uns nächste Woche wie immer Mittwoch zum Hauptstadtsport TV Weekend Flashback.